Hallo Leute, heute mal wieder mit dem Haul. Ich war mal wieder in der DM und in der Thalia. Aber das meiste habe ich in DM gekauft. In der Thalia habe ich eigentlich nur einen Film gekauft und ein Buch. Aber das Buch zeige ich euch nicht, weil ich nochmal ein extra Video machen will. Weil ich bei Medimops auch wieder mal bestellt habe und allgemein möchte ich wieder mehr mit Büchern machen, deshalb kommt jetzt hier nur das, was ich in der DM gekauft habe, drin vor. Und zwar, ich bin nicht ohne Grund da zu der DM, sondern ich brauchte Sachen. Ich habe mir hier auch den Zettel, was ich denn so brauche. Natürlich nicht ich, wenn ich mich nur daran gehalten hätte. Also was hatte ich hier drauf stehen? Fußspray, Zahnbürsten, Mundspülung, Tiefenreinigungsshampoo, Haarspülung, normales Haarshampoo, WC-Schaum, Fertigsoße, Aufbackpultchen, Rasierschaum und Haargummis und diese feuchten Allzweck-Tücher. Ja, was ich nicht bekommen habe, war, oder was ich nicht gefunden habe, war Fußspray und Reinigungsschaum. Das hatten die irgendwie in den DM nicht. Und die ganzen Fußsachen habe ich in den DM auch nicht gefunden. Ich war ja nicht in den DM in unserer Stadt Mitte, sag ich jetzt mal. Sondern ich war in den DM, der bei uns außerhalb liegt. Ganz einfach, weil es da nicht so stressig ist. Wie jetzt in den DM, der in der Stadt ist, da ist immer viel los und man muss sich immer so beeilen an der Kasse und deshalb fahre ich dann lieber immer mit dem Bus außerhalb, der ist fast immer leer, weil der halt im Wohngebiet liegt, ist der eigentlich immer dann, wenn du abends hingehst, immer fast leer, außer ein, zwei Leute, die vielleicht noch mit da drin sind. Und da kann man halt gemütlich Sachen auf Band legen und hat dann auch, hat nicht so den Stress wie jetzt, wenn die DM so voll ist. Da ist es ja dann schon recht stressig, gerade wenn man mehr kauft. Ja, wegen den Fußspray und WC-Schaum muss ich dann eben die Tage nochmal in den DM in der Stadt, wenn die Sachen nicht in den DM da draußen führen. Jeder DM führt ja ein bisschen andere Produkte, das liegt ja immer daran, was in den da gefragt ist, wo der DM auch immer steht. Naja, auf jeden Fall habe ich jede Menge Geld dort gelassen und zwar, ich habe über 60 Euro ausgegeben und zwar waren es genau 63 Euro und 10 Cent. Ach ja, Gummis, der Haarschmuck relativ teuer war. Aber ich brauchte ja nun mal wieder mal neuen Haarschmuck. Und da kommt man da als Frau nicht drum herum, außer man hat ganz kurze Haare, dann natürlich schon. Und die Lebensmittel sind ja relativ teuer bei DM. Also das war mit so das teuerste. Die Lebensmittel, ansonsten sind viele Balea-Produkte dabei. Die Preise sage ich euch jetzt nicht noch, weil sonst dauert das Video noch 100 Jahre. Und ich will mich ja kurz halten. Okay, da fange ich jetzt erstmal an mit Sachen, die man schon. Ja, ich war gestern in der DM und es war dann ja schon wieder dunkel und ja. Zum Abendbrot haben wir gegessen. Hier diese Soße, da kostet ja eine. Ein Glas, 2 Euro noch was. Also könnt das euch ja ausrechnen. Also das ist eben relativ teuer, weil es halt Bioprodukte sind. Und ja, für mich alleine ging es immer, aber zu zweit ist es wirklich ein bisschen teuer. Diesen Sojadrink Vanille, den wollte ich einfach mal ausprobieren. Das schmeckt auch ganz toll. Ja, muss ich mal gucken, ob ich mit denen noch warm werde. Ich habe ja einen Schluck probiert auf dem Heimweg gestern
Einerseits fand ich ihn lecker und andererseits halt nicht so gut genommen. Die haben jetzt irgendwie ein neues Design. Ich finde, das sieht irgendwie so biomäßig aus, dieses Grüne. Oder was es auch immer sein soll. Ich denke mal, es ist grün. Bei euch sieht es so weiß aus. Das sieht eher aus wie so, als wären so Natur. Sind das die von Baby Love? Ich habe erst gedacht, ich dachte erst, Alnatura haben die jetzt auch Wickel auflagen, weil ich das ja eigentlich immer noch von der Naturmarke, von denen der M kenne, dass die immer meistens so grün angehaucht sind. Aber naja, da war ich erst ein bisschen verwundert. Ja, die habe ich jetzt gekauft, weil ich wieder welche brauchte für die Waschmaschine und für einen Schminktisch nutze ich die. Weil die alle waren und ich keine mehr hatte. Also es hat immer alles Vor- und Nachteile, wenn man ständig in die DM geht. Spart man zwar in dem Moment, aber wenn man dann mal wieder einkaufen geht, hat man auch viel zu schleppen. Das ist ja, und da habe ich ja noch Glück, dass ich Anfang des Jahres schon die schweren Produkte größtenteils gekauft habe. Naja, jetzt werde ich wieder erstmal sammeln auf der Liste und dann nochmal, wenn wieder genug auf der Liste ist. Zumal für diesen Monat reicht ja 60 Euro reichen in der DM für einen Monat. Naja, dann habe ich von Denk mit diese Allzwecktücher gekauft. Diese blauen hatte ich ja noch gar nicht. Und dann habe ich wieder meine Lieblingstücher, diese grünen hier, gekauft. Diese Zitronendinger habe ich jetzt mal, also die mit dem Zitronenduft habe ich jetzt mal da gelassen. Ich habe gedacht, zwei reichen ja erstmal. Ganz gekauft, der hat 3,25 Euro gekostet, steht hinten drauf. Und den dachte ich für meine Eingangstür. Ist der doch ganz niedlich, fand ich. Ja. Klar kann man sowas auch selber basteln, weil das ist ja hier nur aus Filz und aus Ästen. Ja, ich will auch unbedingt mal wieder filzen, aber im Moment gibt es bei uns keine Kurse und daheim finde ich das so eine Sauerei. Ich habe Gel gekauft und zwar dieses Vanille von Balea. Das fand ich einfach so toll von der Verpackung her, dass ich gedacht habe, muss ich haben. Vanille ist ja bei mir so eine Hassliebe. Einerseits mag ich es und andererseits mag ich nicht. Mag ich kein Vanille, also es ist so eine Hassliebe. Diese hier. Und einmal, die musste ich unbedingt kaufen, weil die ist so super. Eigentlich Blödsinn, weil es ist nur eine Zahnbürste. Und zwar ist das eine Limited Edition. Macht die toll von Design. Aussieht und deshalb musste ich die mitnehmen, weil ich dachte, ist eine Limited Edition und die sieht so super aus. Und ja, meine elektrische Zahnbürste hat ja einen Geist aufgegeben, also muss ich mir mal wieder eine neue kaufen. Mitgenommen und zwar ist das von Balea, das soll irgendwie mit Blaubeer Duft sein für empfindliche Haut, habe ich gar nicht gesehen. Habe ich auch wegen dem Design gekauft, weil ich das einfach nur so toll fand. Da kosten ja die Gele, glaube ich, 1 Euro noch was. Ja, aber da fand ich das Design einfach so super. Steht jetzt zwar nicht da Limited Editions, aber ich dachte mir, kauft es mal lieber. Dadurch, dass ich ja jetzt immer nicht mehr so oft in die DM gehe. Also einfach, weil ich ja diese sinnlosen Einkäufe vermeiden will, denke ich mir immer nicht, dass dann sich schon wieder das Sortiment ändert, bis ich mal wieder hingehe. Ja, und da habe ich halt gleich zweimal jetzt Rasierschaum gekauft. Das ist ja Taibi Curry Kokos. Ja, da habe ich jetzt erst ein Glas mitgebracht. Weil ich dachte erstmal zum Probieren, klar, ob für zwei reicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber man muss auch nicht so viel Soße draufknallen, wie wir gestern draufgeknallt haben. Da schmeckt man ja dann vom Reis wieder nichts.
Ja, die wollen wir mal ausprobieren, ob die schmeckt. Und die hat auch wieder 2 Euro noch was gekostet. Ach ja, und wie viel ist da drin? 325 Milliliter ist da drin. Einmal hier diesen Haargummi gekauft mit der Rose. Und dann einmal noch diesen Haargummi. Die haben immer so 2,45 Euro gekostet. Ja. Dann habe ich Mundspülung von Averde mal gekauft, von dieser Naturmarke. Die hat 2 Euro noch was gekostet. Ich wollte ganz einfach mal was anderes ausprobieren. Weil bis jetzt hatte ich ja immer die von Balea. Und in letzter Zeit immer halt das Blaue. Weil in letzter Zeit bei uns auch kein Limited Edition da war. Sondern nur die, die halt ganz normal im Standardsortiment sind von Balea. Und da hat mir ja nur das Blaue gefallen. Und dann dachte ich mir gestern, probierst du mal das von Averde aus. Damit man halt mal wieder was anderes hat. Offen die Haargummis, weil ich schon 2 drin habe, habe ich hier so Haargummis gekauft. Und hier, das sind jetzt halt die Dinger. Da war ja einmal die Blume drauf und einmal die Haargummis. Der Rest kommt dann noch. Die sind jetzt nur gerade in der Tüte hier verschreut. Hier gekauft. Ja, die haben auch wieder, die haben 2,95 Euro gekostet. Also immer so um die 2 Euro noch was. Dann habe ich eine Maske mitgenommen, warum auch immer. Ich habe ja immer noch die Masken, die ich mal, ich glaube, die ich letztes Jahr im August gekauft habe. Die habe ich ja immer noch. Naja, auf jeden Fall habe ich mir immer wieder eine Maske mitgenommen. Das ist eine Limited Edition. Ja, da muss ich sie auch mal verwenden. Aber das ist ähnlich so wie mit Handcreme. Man kauft, aber verwendet nicht. Dann habe ich 2 Haarshampoo mitgenommen von Balea für jeden Tag aus der Serie. Und zwar ist das eine Limited Edition und die riecht nach Ananas und die riecht so toll. Und da dachte ich mir, da nehme ich mir gleich 2 Packungen mit. Reicht ja Haarshampoo jetzt immer ewig, weil ich mir abgewöhnt habe, meine Haare jeden Tag zu waschen oder jeden zweiten Tag. Ich habe jetzt einfach so gesagt, die werden jetzt einfach nur noch 1-2 Mal die Woche gewaschen. Und ansonsten muss ich halt Trockenshampoo benutzen. Und vor allem die Haare gewöhnen sich ja dann daran und fetten einfach nicht mehr so schnell nach. Man muss dann halt nur konsequent sein. Und zwar dieses Vanille, die habe ich einfach nochmal mitgenommen, weil ich die so toll fand. Und weil ich befürchte, dass die ja bald rausgeht, weil es die ja schon im Winter gab. Und jetzt ist ja wieder mal so die Mengenwechsel. Und da habe ich gedacht, da nehme ich die mir lieber noch einmal mit. Hat auch 2 Euro noch was, glaube ich, gekostet. Deshalb habe ich sie mir nur einmal mitgenommen, weil ich habe gedacht, wenn ich die mir 2 mitnehme, es wird ja sonst alles so teuer. Mal Bodylotion mitgenommen, diese Vista Passion, die ich ja schon neulich gebunkert habe, habe ich mir nochmal 2 mitgenommen, weil da könnte ich mich auch wieder ärgern. Neulich habe ich noch 1 Euro noch was dafür bezahlt und jetzt war die runtergesetzt für ein paar Cent. Also ich glaube für 59 Cent oder so. Spülung von Balea mitgenommen. Von Balea hatte ich glaube ich noch nie eine Spülung. Oder ich glaube nur einmal oder so. Ich weiß es gar nicht. Da müsste ich mir mal meine alten Hauls angucken. Dann wüsste ich, habe ich auch schon teilweise gemacht, weil ich mal wissen wollte, wie ich früher so Videos gedreht habe. Und wie ich so rüberkam und ob ich mich verändert habe in der Zeit. Naja, auf jeden Fall, hier ist die Spülung. Keine Ahnung, ob die neu ist oder... Ja, vom Geruch her hat sie mir gut gefallen, von dran riechen, und das ist jetzt für langes, beanspruchtes Haar. Mit diesen automatischen Duschsprüher zum Nachfüllen mitgenommen. Ich hoffe, der passt in den Spender von Klaes, oder wie die hier heißen. Früher hatten die einen anderen Namen.
Aber ich denke mal, so von der Form und von der Größe her müsste es passen. Wenn nicht, habe ich ein Pech gehabt. Ja. Da habe ich das hier mal mitgenommen. Das ist mehr so ein Fruity-Duft. Schon so oft auf YouTube gesehen habe, habe ich diesen Weichspüler auch mal mitgenommen. Ich bin ja schon mal gespannt. Mich erinnert die Farbe ja immer so ein bisschen an das eine Lenor an das eine Lenor Weichspüler. Mal sehen, wie das so ist. Hat, glaube ich, 1 € noch was gekostet. Gibt ja auch unterschiedliche Sorten. Ich probiere erstmal die aus. Ja. Tiefenreinigungsshampoo gekauft. Ja, vom Balea, das hatte ich ja schon mal. Das hat ja bei mir übelst lange gehalten. Ja, benutze ich auch nur so ab und zu. Ein Topfhalter da mitgenommen. Ich weiß, dass Topfhalter ist das. Und Spange in ein. Ja, fand ich ganz passend. Dann sind das hier die Haargummis, die schon offen sind. Das war hier in diesem Design, die ich heute schon drin habe. Es sind halt hier die paar. Noch von Essence so einen Creme-Lidschatten mitgenommen. Und zwar ist das so in so einen Weiß-Silber-Schimmer. Es war bestimmt eine Limited Edition. Und zwar habe ich gedacht, dass ich das wieder so als Base nehmen kann. Aber es ist viel härter als die Creme-Lidschatten, die ich noch da hatte. Dieses Weiß, was ich jetzt erst leer gemacht habe. Das war ja ziemlich matschig. Das war aber auch schon 2, 3 Jahre und vielleicht haben die was an der Konsistenz geändert. Ich habe mir jetzt das so gedacht, dass ich das wieder als Base benutzen kann. Hat 1,95 € gekostet. Fand ich ein bisschen teuer. Für den Aspekt, dass es nicht mehr aktuell ist. Dann habe ich noch von Alnatura diese Salami ausprobiert. Diesen Salami-Snack. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Fand ich ganz lecker. Und dann habe ich von Catrice dieses matte Muster gekauft in der Farbnuance 20. Das soll auch neu sein. Das hatte ich schon mal in der DM geguckt, ob das auch noch nicht benutzt war, weil manchmal ditchen ja die Leute dann schon da drin rum. Und das ganz vordere, das war auch schon wieder angebrochen, also. Da habe ich weiter hinter gegriffen und da war es dann zum Glück noch unberührt. Ja, das ist auch neu. Wollte ich ganz einfach mal ausprobieren. Ja. Und dann habe ich noch dieses Puder hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht wie oder was. Das ist eigentlich mehr, denke ich mal, mehr so ein Bronzer oder so. Also ich werde das so als Puder benutzen. Das hat mir einfach von diesem Design halt so gut gefallen. Und da dachte ich, ach komm, nimm das mit. Weil man ja, ich hatte ja schon mal so einen Creme-Mousse von Catrice. Und da war es ja immer so, dass ich noch oben drüber Puder auftragen musste. Und da habe ich gedacht, da kann ich das ja oben drauf auftragen. Weil ich habe nur noch so dunkles Puder. Und das von Essence, was ich mal letztes Jahr im Sommer gekauft habe, was aber jetzt auch schon ein wenig alle wird. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich dieses noch mit. Jo, und dann war das mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu viel Gelabere. Und das sage ich mal, das war es dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.